Nach unserer fast militärisch straff organisierten Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran gibt's noch 5 Tage Garmisch zur Erholung hintendran. Nachdem wir gestern einen ganzen Tag mehr oder weniger wirklich gar nichts gemacht hatten, ist heute eine kleine Kurzwanderung angesagt. Und zwar nicht so, sondern tatsächlich wohl eher so. Heute haben wir uns vorgenommen, ohne Zeitdruck unsere Ferienwohnung im Ferienhaus Regina zu verlassen, entspannt einen Espresso in der Garmischer Innenstadt zu trinken und dann gemächlich zur sogenannten Windbeutelalm, der Almhütte, zu wandern. In dieser Almhütte gibt es Windbeutel in jeder Form, mit Fleisch bis 13 Uhr, ohne Fleisch ab 13 Uhr. Oder war es 14 Uhr? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aus 25% Regenwahrscheinlichkeit um 13 Uhr wurden 100% Regenwahrscheinlichkeit um 12, der wir voll zum Opfer fielen. Wenn man die letzten Häuser Garmisch hinter sich gelassen hat und den Weg ungefähr so 200-300 Meter in den Kramerberg hinein etwas aufwärts gegangen ist, teilt er sich. Nach rechts führt er zur Ruine der Burg Werdenfels und dem Pflegersee. Und wendet man sich so wie wir nach links, gelangt man zur Kriegergedenkkapelle von 1952, die übrigens als Mahnmal gegen Krieger und zum Gedenken ihrer Gefallenen errichtet wurde und trotzdem im Jahr 2006 geschändet wurde. Und man stelle sich das vor. Vom Kramer Plateauweg zweigen übrigens auch verschiedene Wege zur St. Martin-Hütte ab. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der den Film von Garmisch-Partenkirchen in 15 Minuten schon gesehen hat. Hier kann man mit einer unglaublichen Aussicht essen und trinken. Dies hier ist die Zufahrtsstraße für die Versorgung der Hütte. Die ist im Winter Rodelbahn. Karin, beeil dich mal, sonst gibt es deinen Fleischwindbeutel gleich nicht mehr. Gibt's erst nachher. Der Kramer Plateauweg ist nicht besonders hoch und nicht besonders lang. Wir laufen ihn jedes Jahr zum Anfang unseres Urlaubs in Garmisch-Partenkirchen, sozusagen zum Eingewöhnen und Warmwerden. Und das nicht nur wegen der Ausblicke, sondern auch. So, jetzt aber genug erzählt, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, sonst fällt mein Fleischwindbeutel auch dieses Jahr, wie übrigens fast jedes Jahr, wieder flach. Übrigens, weniger Geübte, so wie wir, haben überhaupt keine Schwierigkeiten, auf einem der verschiedenen Wege zur St. Martin-Hütte hochzukommen. Ein kleines Stückchen weiter befindet sich eine unglaublich schöne Aussichtskanzel. Und wer sich noch mehr zutraut, kann noch ein bisschen höher steigen zur sogenannten Königskanzel. Natürlich Königsstand. Richtig Geübte schaffen dann auch den Weg zur Kramerspitze und auf der anderen Seite an irgendeiner anderen Hütte vorbei wieder zurück. Nicht vergessen, das Gatter zu schließen, ne? Nicht nur was lange währt, wird gut. Wie es von hier aussieht, haben nicht nur wir heute die Idee, bei diesem etwas schwülen, regnerischen Wetter die Almhütte zu besuchen. Ja, der Duft beschleunigte unsere Schritte. Und das ist er. Und dazu ein Mittenwalder Hell. Nach der kleinen Wanderung geht dann auch mal ein helles. Runter geht's übrigens immer schneller. Die Belohnung auf der Almhütte war sicherlich deutlich größer als der Aufwand, den wir dafür betrieben haben. Das ist übrigens der Fluss Leusach. Der mündet hier einen Kilometer weiter in die Partnach. Die wiederum mündet dann in die Isar, die ihrerseits, die Isarseits sozusagen, mündet in die Donau und die dann ins Schwarze Meer. Wenn wir jetzt Kajaks dabei hätten, aber es ist ja auch schon 15 Uhr, das schaffen wir nicht mehr.
Im Hotel Aya Zugspitze cremt man sich mit Nivea-Creme ein und es gibt Happy Hour von 14 bis 16 Uhr. Und Karin hat hier vor Jahren schon übernachtet. Und wir sitzen jetzt auf dem Parkplatz, auf dem Karin vor Jahren mal in einem Kombi übernachtet hat. Jetzt steht hier ein Hotel. Und die Trauer, dass Karin wohl nie mehr auf einem Parkplatz hier in einem Kombi übernachten wird, bekämpften wir mit einem Aperol Spritz und beschlossen, bei der nächsten Wanderung legen wir mal wieder eine Schippe drauf.